So, ich würde mal behaupten, wir haben jetzt hier alle platt gemacht, aber dummerweise komme ich jetzt immer noch nicht da drüben rein. Also wir sind mal wieder kein Stück dem Problem näher gerückt. Ganz im Gegenteil. Ich habe andere Probleme geschaffen, aber gleichzeitig auch deren Lösung gefunden. Also von daher ist das eine Win-Win-Situation. Ich spring doch ganz einfach runter, du Trottel. Okay, hier sind noch mal so Platten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach nicht, was das bedeutet. Ich weiß es nicht. Wir müssen natürlich da drüben rein, das habe ich begriffen. Aber es kann doch nicht sein, dass ich drei Plattformen benutzen muss, damit ich eine unwichtige Pyramide öffne. Das will sich mir nicht ergründen. Ich werde auf ewig hier rumirren, ne? Das ist euch klar. Jetzt mach einfach auf hier, was soll der Geiz? Ist einfach alles zu. Man könnte die Erde so sicher machen, indem man einfach ganz viele Türen abschließt. Gibt's doch nicht. Gibt's doch ja nicht. Ich hau jetzt die ganzen Dinger hier kaputt. Vielleicht ist das ja irgendein Bonus. Nein, du sollst da hochspringen. Ich glaube, mit der Kampagne haben sie dann auch gemerkt, mit der Steuerung ist nicht ganz so gut. Die machen wir eher kurz. Ey, sorry Leute, ich weiß absolut nicht, was ich machen soll. Wenn jetzt wenigstens unendlich viele Gegner spawnen würden, dann würde ich mich zwar aufregen, klar, aber wir hätten immer wieder ein Ziel. So, ja, ich hab's begriffen, da drin ist es. Aber geht doch nicht auf, geht doch nicht auf. Hätte ja klappen können. Das ist sozusagen die Türklingel, so ein kleiner Alienschrei. So. Ist hier denn noch irgendwo so eine Plattform am Boden? Ey, das kann doch echt nicht sein. Das ist doch Spielzeitstreckung, aber vom Feinsten hier. So nennt man das heutzutage, wenn man zu blöd ist, was zu finden. Ich bin da nicht wirklich genau in der Sekunde gesprungen, wo gerade das Ding hochging. Erlangen Sie zu einem verschlossenen Gebäude. Ja, wie? Wie? Sag mal, wie? Es ist da drüben. Aber er hat, glaube ich, alles abgespeichert, ne? Ja. Also wir hängen eigentlich in derselben Situation fest. So, ich benutze jetzt hier die Dinger einfach nochmal. Ich verstehe nicht, was es heißen soll. Also, wir entzünden irgendwelche Alienköpfe. Es tut mir leid, es war noch nie thematisiert worden, dass ich hier irgendeinen Alienkopf entzünden muss. Es ist mir absolut nicht begreiflich, warum er jetzt hier nicht übergeht. Warum? Ich guck mal, ich halte R2 gedrückt. Er geht nicht über. Es ist nicht so durchdacht. So, jetzt haben wir das nächste aktiviert. Ja, ja, du gehst nicht raus, keine Sorge. Wir kommen rein. Irgendwann werden wir den Weg zu dir drinnen finden. Es ist nur eine Zeitfrage. Die sieht doch anders aus, die Tür. Die ist es bestimmt. Auch nicht. Ich weiß, das ist das mit den zwei Alienköpfen. Da haben wir eben schon drauf gestanden. Das heißt eigentlich, es müsste da hinten sein. Also wenn es irgendwie gleichmäßig... Oh, da ist ein Gegner. Haha. Mal so ein kleiner Kill am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So ist es doch. Und wir fallen wieder runter. So. Ich könnte hier nochmal reingucken. Es kann doch echt nicht sein, dass mir hier jedes Güllerohr... Ach komm, ey Leute, das kann doch echt nicht sein, dass das so verbuggt ist. Ach, wegen so einem Müll hier mache ich das. Jetzt würde ich natürlich gerne die richtige Seite wieder wählen.
Das ist wirklich nur wegen diesem Bonuskram. Nee, nee, das will ich nicht. Ja, die da hinten, ja toll, was soll ich mit denen? Die kann ich zwar alle töten, aber... Na komm her, do it. Hä? Alles klar, jetzt kann der sich auch noch wehren. Wird immer bunter hier. Was ist denn hier los? Weh, du wehrst dich jetzt auch. Jetzt ist aber Schluss. Aber da ist ein Loch in der Pyramide. Vielleicht kann ich einfach von hier oben rein. Das sieht ziemlich vielversprechend aus. Aha. War ja dann doch einfacher als gedacht. Und hier ist die letzte Plattform. So, jetzt haben wir die 1, dann haben wir die 2 jetzt gedrückt. Ah, ist jetzt offen, jetzt brennt es nicht mehr. Das war doch hier gleich, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, wo es war. So, Energie auch noch weg. Ach, dann ist dieses Geschirr... Ach, jetzt kann ich die ja ausschließen. Hm. Ja, warum nicht? Aber... Habe ich dadurch einen Vorteil? Ich glaube, wir müssen da komplett einmal rüber, ne? Und tschüss. So, komm her. Dir pflanzt mal auch noch was ins Hirn ein. Ach komm, was macht ihr denn? Ihr sterbt ja alle hier. Warum sterbt ihr denn alle? So ist das alles nicht geplant. So, ich glaube, diese Pyramide soll es einst gewesen sein. Und sie ist immer noch nicht offen. Es ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Och, es wird aber auch Zeit. Es wird aber auch Zeit. Jetzt sind wir hier so ewig rumgeirrt. Und das alles nur, um so einen kleinen Gülleschacht aufzumachen. Unter Druck. So, liebe Leute, wir sind drin. Hallo. Ja, ihr wolltet doch nicht rauskommen. Dann komme ich zu euch rein. Komm her. Wehr dich nicht. Lass locker. Genieße es, Indiana Jones mit seinem schönen Hut. So, das soll man zerstören. Wenn der Strom ausgeht, liebe Kinder, merkt euch das, gehen immer die Birnen kaputt. Ist so. Nee, warte mal, das ist doch blöd, wenn ich da jetzt rausrenne. Nehme ich doch lieber einen anderen Weg. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Da gehe ich doch lieber hier lang. Adios. So, war dann doch ein bisschen komplizierter als erst angenommen, aber war ganz schön. Kommt jetzt wirklich schon eine große finale Schlacht? Wir, das Alien, gegen den Predator. Okay, gehen Sie zum nächsten Bereich. Ja, wir werden ihn wahrscheinlich platt machen müssen. Wo ist der nächste Bereich? Ist das nicht hier? Also als Marine muss man erst hier rein, aber ja, ich gehe doch nicht in die Arena. Alter, ich gehe in die Arena. Wie viele sind es denn bitte? Ach, ich habe meine Kollegen mitgebracht. Lass das, du Stinkebärt. Okay, also ich hätte ihn jetzt one-hitten können. Es sind anscheinend ein paar. Das hetzt aber gerne. Oh,
yes! Kampf der Giganten. Jetzt oder nie. Jetzt oder nie. Ah, ich wollte ihn jetzt gerne one-hit. Ja, komm, gib ihm. Hilf mir! Hilf mir! Los, schnibbel ihn in den Arsch ab. Ja, komm her. Komm her. Du Stück Scheiße. Alter. Widerlich. Widerlich. Ja, genau, leg dich mal richtig hin hier. Alter, wir haben einfach einen Predator gekillt. Alter, du solltest ihn schnabulieren. Ich finde, er macht mich ziemlich nackig hier immer wieder. Warte. Nein. Du lässt mich mal ganz kurz hier weg. Das Alien braucht mal eine kurze Pause. Wir greifen mal von oben an. Das ist natürlich jetzt blöd, wenn er meinen Kollegen platt macht. Wo ist er denn? Oh oh. Ei, 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 wo ist er denn? Da oben. Oh. Oh, da ist er weg. So, komm her. Wo denn nur? Nein. Wo ist er? Na warte, wenn ich einmal dann die Pferde aufnehme, da oben. Und hab. Okay, da kam die Retourkutsche. Alter, er schlägt aber wirklich einmal so in alle Richtungen. Da haut er wieder ab, ne? Da hat er schon wieder Schiss. Ich habe keine Ahnung, warum das da oben gerade gebrannt hat. Okay, jetzt müsste ich vielleicht mal blocken. Alter, ich möchte jetzt nochmal festhalten, er hat mich einmal gerade erwischt. Einmal gerade erwischt und dann hat er mich one-hitted. Diese alte Halunke. Aber okay, das ist ein geiler Kampf, das gefällt mir. Ding nehmen wir mit, weil wir eh nicht wissen, wofür wir es brauchen. Das ist wie Kleingeld, das hat man immer dabei und braucht es eigentlich nie. Nee, du solltest da rüberspringen. Oh, was macht er denn? Jawohl. Ja, guck mal, gleich. Oh, er ballert einfach nur noch. Und ich drehe hier schon seit Stunden ewig meine Runden, oder wie? So. Okay. Ich sehe ihn doch. Er ist doch nur 2 Zentimeter entfernt, du dummes, kleines Schabracken-Alien. Oh, ich hätte jetzt so gern genommen, aber geht nicht. Geht nicht, dank Steuerung. Ja, natürlich. Aber er kann mir... Er kann, guck mal hier, er kann mir einfach ein Drittel meiner Energie abziehen. 2 Drittel. Verzeihung. Ich zählte falsch. Ich wollte dramatisieren und habe es dann noch bagatellisiert. So ist es denn. Da unten ist mein Kollege. Da ist er doch. Ach, warum kann ich ihn jetzt nicht anvisieren? Weil er in seiner Sprungphase ist. Die Steuerung ist zu hakelig. So, wo ist er? Irgendwer ballert auf mich hier. Guck, guck. Ich würde ihn gerne one-hitten jetzt, aber es geht halt nicht, weil ich an der Wand klebe. Und jetzt geht mein One-Hit nicht mehr. An dem bleiben wir jetzt dran. Oh! Okay. Aber der Arena-Kampf hier ist richtig geil. Richtig cool wäre es natürlich jetzt noch, wenn hier so ab und zu mal ein Marine kommen würde. Ja, geht wieder nicht. Okay, der ist geplatzt, der ist weg. Definitiv weg, den ersten Hammer. Aber ich brenne. Mein kleiner Alien-Arsch geht in Flammen auf. So, warte mal, dann machen wir mal an hier. Der Predator läuft ja gerne mal hier irgendwo unten rum. Da oben ist er.
Irgendwo hier war er gerade. Da ist er. Alter, einmal gedreht. Einmal, ne? Von hinten angegriffen. Der hat gerade meinen Kollegen platt gemacht. Jetzt muss ich natürlich weg. Ach, geil. Guck mal hier, da kommst du immer wieder an. Hat er einen getötet, kommt gleich das nächste Biest. Alles gut. Ich werde dich rächen. So, wieder voller Energie. Ich sehe ihn nicht mehr. Er war doch gerade hier. Wo denn nur? Alter, ich sehe ihn nicht. Und warum brennt hier immer zu mal was? Das ergibt alles gar keinen Sinn. Und warum liegt hier Stroh? Ich sehe ihn echt nicht mehr. Da ist er. Warum geht das jetzt nicht? Ja, kleb ruhig immer seitwärts. Das könnte es sein. Hätte, könnte. Jetzt nicht mal dranbleiben. Jetzt aber ein Freundchen. Er legt mich echt noch auf die Seite. Ja. Er hat sich immer wieder geheilt, dieses alte Halunkenschwein. Nicht mit uns. Da bleiben wir dran. Den machen wir nackig. Okay. Schwächen und infizieren sie den Elite-Predator. Na klar. Da ist er. So, treffen sich zwei. Geh weg, du Stück Wurst. Na, nee. Das war klar. Na? Das Gute ist, es funktioniert. Aber es tut weh, wenn er das macht. Nie weh, es tut weh. Ich muss weg. Das kannst du gleich mal vergessen. Alter. Jetzt ist aber gut. Ach komm. Warum sind eigentlich gegnerische Bosse immer stärker? Ich dachte schon, ich hätte so schön cheesen können. Einfach immer wieder mit dem Schwanz einer gegen den Deckel. Mit dem Schwanz gegen den Hinterkopf. Liebe Kinder, bitte nicht. Macht es nicht. Auch wenn ihr irgendjemanden bestrafen wollt. Ich überschätze irgendwie gerade meinen Schwanz. So, wir probieren es mal, aber das wird natürlich jetzt noch nicht funktionieren. Nee. Alter, das ist böse. Jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt können wir es nochmal probieren, aber ich glaube, es wird immer noch nicht funktionieren. Nee, da wehrt er sich. Okay, jetzt haut er immer ab, jetzt will er sich heilen. Das dürfen wir nicht zulassen. So. Und jetzt schön hinterher. Wo ist er? Jetzt kann man infizieren. Ja, komm her. Alter, du hast mir einfach in die Schnauze gehauen. Tja. Trick 17. Trick 6. Alien vs. Predator. Ja. Die Maske runtergerissen. Du elendes Stück Scheiße.
das ist das Ende des ersten Drittels der Marine-Kampagne. Secure the specimen for off-world transportation. Okay. Okay. Und damit haben wir auch die letzte Kampagne abgeschlossen hier von Aliens vs. Predator. Das Spiel ist aus. Aus. Ja, das war Alien vs. Predator. Also wir sind anscheinend jetzt in der Riege der Aliens. Warte mal, ich mach mal groß. Tada! In der Riege der Aliens sind wir jetzt aufgestiegen. Wir sind in der Nahrungskette, nicht mehr ganz unten. Denn das Exemplar 6. Moi. Konnte sich gegen den Oberpredator beweisen, hat natürlich den Oberpredator auch noch infiziert. Das heißt, so entsteht ja dann der Alien Predator oder Predalien. Keine Ahnung, wie das heißt. Und wir sind jetzt aufgestiegen in der Riege zum Oberalien. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Und ich habe auch ganz, nicht so ganz genau verstanden, warum sind wir jetzt aufgestiegen? Normales Alien steigt doch jetzt nicht auf, oder? Oder steigt das auf? Es ist mehr so ein mentales Ding. Das heißt, wenn ein Alien sich einfach mental stark fühlt, dann hat das einfach die Möglichkeit, sich zu transformieren. Wir werden es höchstwahrscheinlich nicht mehr rausfinden. Es sei denn, es kommt noch ein neuer Teil raus, denn der Teil ist ja jetzt hier 100% abgeschlossen. Oder noch ein dritter Film. Es gibt ja schon Alien vs. Predator und Alien vs. Predator 2. Der erste Teil war ja okay. Ich möchte auch ein bisschen sagen, dass dieses Spiel sich so daran orientiert, an dem ersten Film. Der zweite Film ist mega Murks, ist wirklich ganz schön scheiße, aber was soll's. So ein richtiger Alien-Fan, der hat den natürlich auch im Regal stehen und hat ihn auch schon dreimal gesehen. Auch wenn er kacke ist, ist egal. So, also für diesen Stream war es das erstmal, für dieses Let's Play war es das. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir machen das nächste Mal dann wieder weiter mit einem anderen Let's Play. Ich habe keine Ahnung was. Lasst mir Kommentare da, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, lasst mir Liebe da, Liebe, Frieden. Das gehört nämlich jetzt einfach ans Ende dieses Let's Plays, denn jetzt haben wir so viele Gedärme und Gehirne gesehen. Da muss man auch mal wieder so ein bisschen seine Liebe auftanken, damit man dann wieder genüsslich hassen kann beim nächsten Let's Play. Aufgrund von Schwierigkeitsgraden, die einfach unfair sind, wie bei Need for Speed, bei brutalen Spielen, wenn sie mich wieder auseinandernehmen, Multiplayer-Titeln, wo alle anderen Gegner der Welt sowieso alle cheaten, ist ja klar, ne? Denn an mir kann es nicht liegen. Ja, dafür brauchen wir jetzt ein bisschen Liebe. Also gib mir die gefälligst. Bis zum nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen. Ciao.